Herr Lauterbach, wo drückt denn der Schuh? Ach, wenn es nur der Schuh wäre. Ich bin der Gesundheitsminister von der Herzen. Aber ich habe das Gefühl, dass mich keiner mehr mag. Aber Herr Lauterbach, wie kommen Sie denn auf diese Idee? Ach, wissen Sie, in der Ampel reden sie alle jetzt nur noch von diesem Habeck und Baerbock und von diesem Marie-Agnes-Strack-Zimmermann. Und gerade diese Marie-Agnes-Strack-Zimmermann, jetzt hockt die auch noch jeden Abend bei Markus Lanz in der Sendung. Jeden Abend. Wie krank ist das denn? Aber Herr Lauterbach, wenn ich mich recht erinnere, waren Sie doch auch zu Anfang der Pandemie jeden Abend bei Markus Lanz gesessen. Ja, und jetzt hockt die auf meinem Stuhl. Vielleicht sehen Sie es mal als Chance. Es gibt ja auch so viele andere Sendungen, wie zum Beispiel Anne Will. Ja, da hockt sie doch auch. Oder immer wieder Sonntag. Da auch. Oder die Sendung mit der Maus. Ja, da auch. Ich sehe mittlerweile überall Marie-Agnes-Strack-Zimmermann. Sie haben übrigens auch eine frappierende Ähnlichkeit. Ich bin Marie-Agnes. Ja, wie? Was, wo, was machen Sie denn jetzt hier? Ich denke, Sie kümmern sich in der Ampel um die schweren Waffen. Nicht nur. Mittlerweile kümmere ich mich auch bei der Ampel um die, die wirklich schwer einen an der Waffel haben.